So, da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Kerbal Space Program mit unserer unbemannten Raumsonde, die wir in die Weiten des Alls schicken werden. Vielleicht irgendwo hin, wo es schön ist. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall... ich wollte noch gar nicht Gas geben. Ich wollte nur... Nein! Ich bin so schlecht. Naja, ich will ja nur erstmal einen groben Kreisorbit haben. Das funktioniert ja dann schon so irgendwie. Erstmal hier. Fump. So, das passt schon. Weg mit der Manöverknoten. Hier ist die Apoapsis, da ist die Periapsis. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bewegen wir uns denn hin? Wir fliegen ja mit Jebediah schon Richtung Duna. Zumindest ist das der Plan. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal gucken, dass wir vielleicht hier Richtung Eve uns auf den Weg machen können. Und da achte ich jetzt auch gar nicht so genau drauf, wann Eve denn da wirklich wo ist. Wobei, wir können auch einfach mal... Also wir haben so viel Treibstoff noch an Bord, wir können echt für jede Menge tolle Dinge tun. Die Sonne vielleicht direkt mal hierhin fliegt? So, ich mache auch keinen Gravity Turn da an dem Mond. Man kann ja den Mond benutzen, um ein bisschen rauszubeschleunigen. Das, was Jebediah beim letzten Mal direkt aus Versehen intuitiv richtig gemacht hat. So kriegen wir einen relativ hohen Orbit. Das ist schön, das mache ich einfach mal. 32 Sekunden Gas geben, das kriegen wir hin. Ich richte mich schon mal aus. Hier in eine gewisse Richtung. Mal gucken, welche das denn ist. Wo ist denn hier der Marker? Da, alles gut. Ich bewege mich sogar in die richtige Richtung. So, jetzt mache ich den kleinen Zeitvorspultrick. Fump. Ein bisschen genauer, wie will ich da noch drauf? Auf den... Also bitte. So, dann müssen wir jetzt 30 Minuten die Zeit vorspulen. Das kriegen wir hin. Denke ich mal, ne? Ja. So. Ist nur noch eine Minute. 30 Sekunden müssen wir Gas geben. Ne? Das heißt, bei ungefähr 16, 17 Sekunden hier. 20 Sekunden werde ich den Antrieb befeuern. Zack. Das wird super, ey. Wie viel Treibstoff wir noch haben. Das ist so krass. Hier, der Tank ist noch gar nicht angekratzt. Das ist so krass. Die Booster sind so gut. Man verliert ja den meisten Treibstoff direkt beim Start, weil man durch die Atmosphäre muss und die Schwerkraft überwinden muss. Und das ist so gut. Ey, wir können einfach so drauf los Gas geben, wie wir gerade lustig sind. So, und ich möchte jetzt in einem vorspulen, bis wir die Einflusssphäre verlassen von Kerbin. Oh, ist das gut, ey. Das ist so gut. Guck mal, die Community Station, ich zeige jetzt hier gerade auf dem Bildschirm, das macht natürlich keinen Sinn. Aber die Community Station, die zuppelt da ordentlich um Kerbin herum. Das ist auch ganz gut. So, wir haben da hinten unsere Apoapsis. Das heißt... Hier werden wir erst in einem Jahr sein. Wir sind relativ nah noch an der Periapsis. Unsere Manöver sind jetzt effizient. So. Ich möchte hier einen Kreisorbit erstmal erreichen. Ich benutze jetzt auch die Gravitation von den einzelnen Planeten überhaupt nicht mehr gerade, ne? Nach Dres. Da war ich noch nie, übrigens. Ja, und
Upgrade-ig. Wir haben keine Energie. Warum haben wir keine Energie? Das ist schlecht, weil wir die Sonne von hinten kriegen. Das ist aber wirklich doof. Das ist ja doof. Da habe ich nicht drauf geachtet. Müssen wir wohl ein bisschen... So, jetzt haben wir wieder Energie. In diese Richtung drehen. Ich kann jetzt auch einfach so per Augenmaß zünden. Das ist ja einfach nur eine unbemannte Sonde. Zapp. Und Gas geben. Cool, das ist so cool. Oh, wie ist das cool. Oh, wie ist das cool. Ich freue mich. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Ich finde das einfach super. Vielleicht wiederhole ich mich da ein bisschen, aber ich finde das echt gut. So schön hier auf den Punkt drehen. Dann werden wir nämlich einen Orbit erstmal, einen Sonnenorbit haben, der ein bisschen kleiner ist als der von Dres. Ich denke, wir werden da hinten noch genug Treibstoff haben, um einen Kreisorbit zu suchen. So, das Manöver brechen wir mal ab. Und wann kommen wir da hinten an? Wie lange dauert das? Ein Jahr. Sind halt Missionen, die schon einen deutlich größeren Zeitraum hier immer umfassen. So, machen wir erstmal einen Kreisorbit draus. Beziehungsweise in einigermaßen Kreisorbit. Das sind nochmal 25 Sekunden, muss man damit nur... Ach, das ist so gut. Ach, das ist so gut. Ich freue mich. Ich finde das richtig gut. So, für diesen Manöverknoten hier werde ich einen weiteren Alarm hinzufügen. Es gibt eine abgedatete Version. Manöverknoten. Time to note. 147 Tage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang ein Tag, ein Jahr ist. So körbenmäßig. Ein Jahr und 162 Tage. Kann ich das denn? Das ist ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen buggy hier. Was halt daran liegt, dass es jetzt eine andere Version ist. Naja. Gut. Wo ist denn Jebediah? Da ist Jebediah. Da wechsle ich jetzt einfach mal hin. Und eventuell lohnt es sich ja, wenn wir jetzt hier direkt mal. Das sind jetzt nur noch 102 Tage. Das spule ich einfach mal vor. Einfach mal vorspulen. Dann können wir Jebediah endlich mal machen lassen. Vorspulen. Da. Hier. Die Taste habe ich gesucht. So. Oh. Das ist gut. Das ist so gut. Oh ja. Ist das gut. Was ist denn hier? Wir müssen eine relativ hohe Geschwindigkeitsänderung kriegen. Und wir haben nur 3 von den kleinen Triebwerken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich relativ lang burnen. Aber wir haben ja noch 17 Tage Zeit. Uah. Ich warte einfach mal den Alarm ab. Müsste nämlich gleich irgendwann kommen. Alarm! Nee, der ist hier erst in 84 Tagen oder was? Das ist nicht gut. Ich muss die Version mal hier, muss das mal updaten. Das mache ich gleich zwischen den Folgen. Ha. So, ein Tag, nur 0 Stunden. Minuten jetzt nur noch. Das ist alles super.
Machen wir mal ein bisschen schneller. Hier, so, zack. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde auf jeden Fall eine Minute oder so Gas geben müssen. Das heißt, ich werde eine Minute vor Erreichen des Manöverknotens da, der Manövermarke, werde ich schon anfangen, Gas zu geben. So. Erstmal drehen wir uns in die richtige Richtung. Das ist da vorne. So. Zack. Jebediah. Gib alles. Ja, tatsächlich. Eine Minute 30 Sekunden muss ich Gas geben. Für dieses Manöver. Und unser Treibstoff ist noch vorhanden. Das ist natürlich nicht so gut. Also wir werden relativ viel Sprit dabei verbrauchen. Ich weiß nicht, ob das so reicht am Ende mit dem Sprit, dass wir tatsächlich auf Duna landen können. Das werde ich einfach mal ausprobieren. Ich meine, ich habe ja auch keine andere Wahl, ne? 3,52, jetzt noch 50 Sekunden. Puh, das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall eng. Na, das Problem ist halt, dass dieses Ding eigentlich überhaupt gar nicht für Deep Space gedacht war, ne? Also da wollte ich ja nur zu einem Asteroiden fliegen, aber naja. Gucken wir mal, wie weit der Bedaya kommt. Und wenigstens wird er auf jeden Fall durch die Einflusssphäre von Duna kommen. Also in die Einflusssphäre von Duna kommen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Da können wir auf jeden Fall schon ein paar Experimente machen. Und ja. Ich möchte dieses Manöver so genau wie möglich durchführen. So. Das ist auf jeden Fall ein gut durchgeführtes Manöver. Und wir befinden uns auf einem Kurs, wo wir in die Einflusssphäre von Duna kommen. Nämlich genau hier, dann werden wir da 6 Tage in der Einflusssphäre bleiben. Und ja, dann können wir da Experimente machen und eventuell schaffen wir es sogar nochmal zu landen oder so. Ich gucke mal, ob wir jetzt vielleicht sogar noch Experimente machen können, weil wir ja doch ein bisschen weiter weg sind. Hier, Crew Report. Nee. In Space, High Over the Sun, da waren wir schon. Können wir vielleicht noch einen EVA, einen kleinen Spaziergang machen hier. Jebediah. Nee, brauchen wir alles nicht mehr. Kriegen wir keine Wissenschaftspunkte mehr für. Wir fliegen wieder zurück. Trotzdem hatte Jebediah seinen Spaß. So. Haben wir denn irgendwo noch... Wo hatten wir denn die... Da haben wir die Paneele. Wenn wir bei Duna ankommen, dann müssten wir eigentlich... Eigentlich würde ich mich ganz gern jetzt ein bisschen zur Sonne hindrehen, damit wir hier an der Stelle auf jeden Fall... elektrische Ladung haben. Wo ist denn die Sonne da? So, nö, nicht so weit. Bis hierhin nur. Alles klar. Gut. Das müsste dann ja funktionieren. Das heißt, wir gucken jetzt gerade in diese Richtung. Wenn wir da sind, sind wir genau. Also nicht genau, aber ziemlich genau seitlich, dass hier auf jeden Fall Sonne dran kommt. So. Alles klar. Sehr schön. Gut, die letzte Folge war ein bisschen länger. Dann ist diese jetzt hier ein bisschen kürzer. Ne? So ist Ausgleich und Gerechtigkeit.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns mit Jebediah Richtung Duna bewegen oder eventuell auch erstmal mit unserer kleinen Sonde hier nachher unser Manöver durchführen. Ich denke, wir werden aber erst bei Duna ankommen. Ne? Das dauert hier noch eine ganze Weile. Es ist ein großer Orbit. Ja. Und wenn die erstmal ihren Orbit hat, dann kann die ja eigentlich beliebig lange da drinnen bleiben, weil die auf jeden Fall irgendwann mal immer in der Sonne steht. Und wir haben dann genug elektrische Energie. Ja, so ist das. So, ich wollte mich verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal oder in einem der anderen Videos. Bis denn dann und Tyrülü.